Hallo und herzlich willkommen zu SQL Grundlagen. Das heutige Thema heißt DML. DML steht für Data Manipulation Language und umfasst mehrere Befehle, um Daten zu verändern. Allgemein unterscheidet man in der Datenbanksprache SQL zwischen drei Arten von SQL-Kommandos: DML-Befehle, DDL-Befehle, Data Definition Language, DCL-Befehle, Data Control Language. Sehen wir uns die DML-Befehle nun an. Es gibt vier Befehle, nämlich Select, Insert, Update und Delete. Mit Select können wir Datensätze abfragen, Insert, um Datensätze einzufügen, Update und Delete, um Datensätze zu aktualisieren bzw. zu löschen. Heute sehen wir uns den Select-Befehl etwas näher an. Wie vorhin erwähnt, kann mit Select Datensätze aus der Tabelle abgefragt werden. In diesem Beispiel erhalte ich mit Select Stern alle Datensätze aus der Tabelle Verkauf. Häufig haben aber Tabellen sehr viele Spalten. Um nur bestimmte Spalten auszuwählen, muss wie hier im Beispiel einfach durch Komma die Spalten angegeben werden. Dadurch erhält man wie hier zu sehen nur die beiden Spalten Produkt und Menge. Mit Where kann man Daten auf bestimmte Werte filtern. Hier wird die Spalte Produkt auf den Datenwert Buch gefiltert. Und wir erhalten nun den einen Datensatz mit dem Produkt Buch. Man kann aber auch mehrere Spalten filtern. In diesem Beispiel will ich nur Datensätze, die eine geringere Menge als 2 sind und einen Preis weniger als 100 haben. Somit erhalte ich die beiden grün markierten Datensätze rechts. Tabellen haben meistens sehr viele Datensätze. Manchmal möchte man aber nur einen Auszug aus der Tabelle haben. Dazu kann der Select-Befehl um top erweitert werden. Dieser Zusatz schränkt die Anzahl der Datensätze ein. In diesem Beispiel lasse ich mir nur die ersten beiden Datensätze ausgeben. Die Zahl 2 kann jeden beliebigen Wert größer 0 annehmen. Das war's fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und bis bald.